Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiesta Online. Und heute schließen wir endlich die Holz-WDH ab. Was heißt denn endlich? So lange brauchten wir ja dafür eigentlich gar nicht. Ich glaube, 5 Folgen oder so. Kann das sein? 5 Folgen? Ja, doch. Ungefähr so ein Dreh. Also, es ging eigentlich ganz flott. Also, wenn man bedenkt, wie lange Pilze gingen. Wie lange das jetzt geht, ist das halt kein Problem. Fangen wir mal mit den Fakten an. Wir haben mit 81% gestartet, heißt also, wir haben 19% heute gemacht und brauchten dafür ungefähr 41 Minuten. Weil in den ersten 36 Minuten habe ich halt nur Holz gemacht, bis 99%. Und dann wollte ich eigentlich aufhören. Moment, ich gucke mal in das andere Video rein. Habe also Video beendet und so weiter, wollte eigentlich aufhören und dann irgendwann mal die Kinderquest machen und dann mein Level up halt. Und dann wurde gesagt, nee, wenn wir schon dabei sind und droppig und so weiter kommen, dann machen wir die Tagesquest. Da haben wir im Endeffekt die Mönche gekloppt dort. Ich brauchte 10 Drops und dann habe ich die Tagesquest gemacht und zack, hatte ich mein Level up. Genau, dann schaue ich nochmal nach, aber wie es aussieht, nee, sieht man nicht, wie ich hier die Rüstung anziehe. Okay, dann sieht man das auf jeden Fall dann in der nächsten Folge, dass ich dann die Rüstung habe, meinen Stab habe und so weiter, denn ich habe jetzt für Level 130 eine komplette Rüstung, die ist zwar auf plus 0, aber mal gucken, ob ich die ab oder nicht appen werde. Zumindest auf plus 3 kann man die ja hoch appen, weil das müsste ja an sich ja kein Problem sein. Und ansonsten haben wir endlich einen 130er Stab plus 12. Ist er 12? Ja, müsste 12 sein. Ja, man merkt, ich bin komplett raus, aber müsste glaube ich 12 sein. Und somit machen wir halt richtig gut Damage. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze wird, denn wir haben jetzt einiges vor uns, vor allem... Ich kenne mich halt in den 130er Bereich jetzt gar nicht so gut aus, denn es gab ja mehrere Änderungen, wie zum Beispiel im ominösen Tal, so rum heißt er. Da wurden nämlich ja auch Quests hinzugefügt, gelöscht wurden ja nicht, also hinzugefügt und so weiter, also von daher kenne ich mich noch gar nicht aus, was man da machen soll oder nicht. Was ich halt nur weiß, ist, dass man mit 130 diese bogenschützenden Statuen hat auf der Insel, 131 halt diese Kobolde machen muss. 132 hat sie die Säbelzahntiger oder wie auch immer heißen, 133 hat den Golem und 134 Kräuter oder halt die ganzen Quests rausballern. Das habe ich ja noch im Gedächtnis von früher und hier muss ich mal schauen. Level 130 und 131 hat sie meistens durch die Tagesquests gemacht, ne? Und ich halt so durchgeschlängelt. Aber gucken wir mal, ne? Ich bin natürlich gespannt, wie das Ganze wird, wie ich mich durchkämpfen werde. Ich lasse mich selber überraschen. Und ich würde mal sagen, das wäre es dann so, erstmal von der Folge her. Ab der nächsten Folge wird es wieder alles ganz normal laufen. Das heißt, 15 Minuten Folgen wieder. Außer ich mache einen Zeitraffer rein. Da muss ich aber selber mal schauen, weil wie gesagt, ich weiß ja nicht, was mich erwarten wird. Aber freut euch erstmal wieder. 15 Minuten Folgen und nicht so wie jetzt aktuell solche ganz, ganz kurzen. Obwohl, die würde ich nicht schlecht fahren. Ja, so erstmal zum aktuellen Stand. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, bitte einfach unten in den Kommentaren schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dann, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ich dann hätte, einen Daumen nach unten. Aber wieder könnt ihr auch gerne rein kommentieren, wie es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst kein Abo dazulassen. Und ansonsten bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.